Bei mir heute im Studio ist Marie Reim. Hallo Marie, schön, dass du da bist. Hallo, schön, dass ich da sein darf. Ja, Wahnsinn. Also so jung und du gehst schon so nach vorne. Du hast jetzt deine ersten richtigen Erfolge mit gerade mal 20 Jahren. Bist du gerade mal richtig, wow, richtig angekommen jetzt auch hier im Studio. Du hast auch ein neues Album mitgebracht, das kannst du mal vielleicht ganz kurz in die Kamera halten. Ja. 14 Phasen heißt es. Mein aktuelles Album, genau. Mein erstes und mein aktuelles Album, genau. Warum ausgerechnet 14 Phasen? 14 Phasen stehen eigentlich für den Durchlauf einer Beziehung oder was man halt in der Liebe schrittweise erlebt, von Anfang, von dem, bevor man zusammen ist, während einer Beziehung, bis es man merkt, dass man langsam Zweifel bekommt, bis es dann zum bitteren Ende geht und wie man sich dann auch danach fühlt. Dass das alles irgendwie rückwirkend oder rückblickend dann irgendwie einen Sinn ergibt, dass es genau so richtig war, dass vielleicht dieser Mensch gegangen ist oder dieser Mensch geblieben ist oder dass diese Zweifel, die man hatte, dass das alles eine Begründung findet. Also ich habe mal reingehört und Zweifel spielen ja schon auch eine große Rolle. Also dieses Kommen und Gehen, das ist ja schon ein Riesending, was dich da beschäftigt hat, die ganze Zeit über. Was auch gekommen ist, ist jetzt auch auf YouTube ein Riesenerfolg, über 1 Million Klicks in nur 3 Monaten hast du mit dem Song SOS, mit deiner Single, hast du erreicht. Wie ist es jetzt für dich, auf einmal so im Rampenlicht zu stehen? Ach, das war eigentlich immer schon so mein Traum, mein Wunsch. Deswegen, ich habe mich da recht schnell dran gewöhnt und hoffe, dass es mir auch noch ganz lange erhalten bleibt, weil das ist schon ganz cool. Wirst du schon erkannt auf der Straße? Kommen die Leute und sagen, ey, Marie, dich kenne ich. Noch nicht so häufig tatsächlich, aber es passiert. Und wenn, dann freue ich mich immer, weil ich rechne noch manchmal gar nicht damit, wenn mich jemand irgendwie erstmal so anguckt und ich denke mir so, ey, warum guckst du mich denn so an? Und ich weiß gar nicht, dass die in dem Sinne eine Verbindung zur Musik mit mir herstellen, aber es kommt. Es kommt, ja, es ist wahrscheinlich eine Gewöhnungssache, da muss man irgendwie reinwachsen, kann ich mir gut vorstellen. Aber das mache ich, ich bin auf dem besten Weg, glaube ich. Ja, da kommt es mit Fotos und Autogramme und so, das geht dann los irgendwann. Ja, das haben wir halt jedes Mal, wenn mich jemand erkennt, dann fragen sie auch nach Autogrammen oder nach Fotos und das ist so für mich so total cool. Das ist für mich so ein krasses Highlight irgendwie, dass ich sowas dann auch hoffentlich dann, wenn ich angesprochen werde, dabei habe, dass es dann... Ja, ein Glückstreffer. Und die Leute fragen dich oder die Leute sprechen dich auch an, weil sie dich mögen und auch deine Musik mögen, die von dir kommt, die aus deinem Herzen kommt, die irgendwie aus deinem Leben auch irgendwo kommst. Du schreibst schon aus deinem Leben, oder? Ja, ich schreibe tatsächlich alle Songs, bei denen ich mitgeschrieben habe. Das sind meine Geschichten, die ich mit in diese Songwriting-Sessions eingebracht habe. Ich habe gesagt, hey, ich habe einen Text geschrieben, ich habe das und das zu erzählen, ich habe dies und jenes erlebt und... Das mussten wir dann auch da rein verpacken, weil so verarbeite ich das, was mir widerfährt, am besten. Also, was bist du für eine Art Künstlerin? Schreibst du mit viel Energie, mit viel guter Laune oder brauchst du Schmerz zum Schreiben? Was gibt dir diesen nötigen Push, sage ich mal? Das ist mal so. Also, ich habe fröhliche Songs, da brauche ich auch die fröhliche Stimmung dazu. Ich habe Songs, die natürlich aus einer Enttäuschung oder aus einer Schwäche herausgeschrieben, nur dann geschrieben werden können. Und ich glaube, das ist so ein Hoch und Tief, was man durchleben muss, um eben auch so ein vielseitiges Album, bei dem so viele verschiedene Phasen beschrieben werden. Bei einem Song ist es mir ganz besonders aufgefallen, und zwar Lebenselixier war es, glaube ich. Da hast du, vielleicht tust du mir nicht gut, manchmal liebe ich dich, manchmal hasse ich dich. Mhm. Das beschreibt es eigentlich ziemlich gut, genau diese Zwiespalt, ne? Genau, zwischen, das ist so gerade in der Mitte, wo man denkt, so eigentlich funktioniert es nicht mehr richtig, aber man möchte noch nicht loslassen. Ja. Also das Album ist direkt aus deinem Leben entstanden. Was hat dich denn am allermeisten inspiriert? Meine eigenen Erfahrungen. Ja. Ja, also alles, was man da hört, ist meine persönliche Geschichte. Deswegen habe ich auch einmal, glaube ich, gesagt gehabt, dass wenn man mein Album hört und genau zuhört, dass man mich dadurch am besten kennenlernt. Und das ist tatsächlich der Fall. Ja, das Gefühl habe ich auch. Ich habe mir die Lieder so Stück für Stück durchgehört und habe versucht, ein bisschen zu überlegen, hey, wer ist denn eigentlich Marie Reim? Mhm. Ne? Genau, ja, sehr schön. Wieso hast du dich denn überhaupt für einen Schlager entschieden? So, du bist jung, du kannst ja auch in alle anderen Musikrichtungen gehen. So Pop könnte ja auch Englisch sein, ja, aber ist jetzt der deutsche Schlager geworden. Wie kam das? Naja, ich glaube, da bin ich reingewachsen. Das wurde mir so vorgelebt durch meine Vorgänger und deswegen gab es für mich eigentlich gar keine andere Wahl. Ich bin damit groß geworden, das war meine Leidenschaft und ich habe da immer was so für empfunden. Das war immer so ein Teil von mir und deswegen muss ich das dementsprechend auch fortführen. Hörst du auch Privatschlager oder was hörst du so, wenn du Stöpsel in den Ohren hast? Ich habe eine gemischte Playlist. Also ich höre auch amerikanische Popmusik von
ich höre alles, ich höre deutsche Künstler. Doch, das ist eigentlich sehr vielseitig, so mein aktuelles Album. Aber Schlag ist das, mit dem du dich am meisten ausdrücken kannst. Ja, genau. Ja. Deine stärkste Schwäche, was würdest du sagen? Was ist deine stärkste Schwäche? Aus negativen Erfahrungen immer noch positiv herauszugehen. Okay. Mhm. Das heißt, wenn du eine negative Erfahrung machst, dann ziehst du für dich das Positive draus? Ja, genau. Also es gibt einen Song auf dem Album, der heißt Ein Grund. Und das ist ja der letzte Song auf dem Album, der halt abschließend klar macht, dass auch wenn es nicht ganz so der Weg war, den ich gehen wollte, es ist aber auch dieser Umweg ist ein Teil meines Wegs. Und auch diese schlechte Erfahrung war irgendwie für mich gut, weil sonst wäre ich nicht daran gewachsen. Sonst wäre ich immer noch da, wo ich früher war. Und eben vielleicht etwas unwissend, etwas unvorsichtig. Und dank vieler Erfahrungen, egal ob positiv oder negativ, habe ich halt auch einiges daraus gelernt. Ich hatte das Gefühl, du offenbarst dich so richtig in diesem Album. Ja. Also du zeigst einmal, stülpst dein Inneres nach außen. Mhm. Ist es nicht auch komisch zu wissen, das hören ganz viele Leute, das werden ganz viele Leute wissen und viele Leute wissen dann auch so ganz, ganz persönliche Dinge über dich, die dich bewegen? Ja, aber ich glaube, nur wenn man wirklich persönliche Geschichten erzählt, dann kann man, glaube ich, auch die Leute erreichen, weil es gibt bestimmt auch welche, die sich damit identifizieren können oder sagen, hey, mir geht's genauso, ich habe genau die Scheiße durch. Oh, darf ich das sagen? Okay, ich habe genau den Mist durch. Und mir ist es eben ganz wichtig, dass die Leute wissen, sie sind nicht damit alleine. Ich fühle mich genauso. Und ich kann auch sagen, dass ich glaube, dass meine Welt gerade zerbricht. Und was du den Leuten damit gibst, ist vielleicht so ein Stückchen Hoffnung oder ja, genau. Was denkst du, also was gibst du den Leuten? Ich glaube mit dem Album, mit dieser ganzen Entwicklung von es kann auch mal negativ sein bis ans Ende, bis ich dann stark da rausgehe. Ich glaube, das ist wichtig, dass die Leute auch sehen, okay, es ist gerade scheiße, aber man sollte nicht versuchen mit aller Kraft die Umstände zu verändern, sondern es einfach akzeptieren und sich die Menschen um sich nehmen, die einen gut tun. Welches sind deine Menschen, wo du sagst, die tun dir richtig gut? Mein Vater, mein Bruder, meine beste Freundin, meine Pateneltern, wirklich, also ich habe einen total engen Kreis, die wirklich jeden Tag mit mir telefonieren, die mich vielleicht auch fast jeden Tag mit mir verbringen und die stehen immer hinter mir. Und die meisten machen ja auch Musik. Ja, genau. Das ist auch eine Leidenschaft, die ihr miteinander teilt. Schweißt euch bestimmt auch einfach sehr zusammen, oder? Ja, es ist natürlich schön, wenn wir am Abend mal irgendwie zusammensitzen und einer irgendwie seinen neuen Song oder seine neue Idee vorspielt und wir dann wirklich die Emotionen spüren, weil es noch ein ganz roher Entwurf ist. Und dann unterhalten wir uns natürlich auch über das Erlebnis, wo das herkam. Und doch, das ist schon schön, wenn man solche Emotionen miteinander teilen kann. Hast du ein Vorbild musikalisches? Nein. Weil ich glaube, also natürlich, es gibt viele tolle, großartige Sänger aber oder Sängerinnen. Nur für mich ist es so, da wo ich hin möchte, das gibt es in dem Rahmen, glaube ich, noch nicht. Und deswegen möchte ich mir da meinen ganz eigenen Weg machen und nicht sagen, ich inspiriere mich an oder in die und die Richtung gehe ich. Ich nehme mal an, du kannst es dann auch noch nicht benennen. Du kannst wahrscheinlich, oder kannst du sagen, genau wo du hin möchtest? Ich finde, da gibt es ein gutes Beispiel. Man sagt ja immer, es gibt grün, blaue Lieder, es gibt die und die Farbe, aber die Farbe, die ich meine, die gibt es noch nicht, das entsteht erst. Das ist so, das kann man nicht benennen. Das ist einfach mein Weg, den ich gehe. Also du findest deine Nische, deine Sparte, wo man sagt, ey, Marie Reim war die Vorreiterin, die war die Erste, die es gemacht hat. Ja, genau, so in der Art. Ich glaube, ich mache ja auch nicht diesen ganz normalen Schlager oder ich mache auch keinen Pop, sondern es ist einfach irgendwas was anderes. Deswegen kann man auch nicht sagen, ich trete in irgendwelche Fußstapfen, ich mache mir meine eigenen in dem Sinne. Ja. Schaffst, baust deine eigene Welt, dein eigener Architekt sozusagen. Genau, ja. Gibt es was du noch nie gemacht hast, was du schon immer mal machen wolltest? Vielleicht auch jetzt so nach der ganzen Corona-Zeit, wo du sagst, oh, also jetzt erst recht, jetzt geht's los, jetzt mache ich das mal. Das dauert noch ein bisschen, bis ich das machen kann, aber ich freue mich wahnsinnig auf meine ersten Live-Konzerte, wo ich dann wirklich meine eigenen Songs vom Album auch spielen darf. Das ist für mich wirklich das... Bist du aufgeregt? Ja, voll, weil ich glaube, es ist halt, ob man im Studio singt oder ob man dann... Das ist auch ein ganz anderer Sound auf dem Ohr. Also ich glaube, vielleicht werden die ersten paar Live-Auftritte auch gar nicht so gut und perfekt, wie man sich das erhofft. Aber ich glaube, das ist halt so ein Lernprozess, in den man reinwächst. Deswegen freue ich mich auch auf die ersten Live-Auftritte, die total daneben gehen. Weil das gehört dazu. Fehler, die gehören. Die Fehler, die kommen dann auch wieder in die neuen Songs rein. Dadurch schreiben sich quasi genau, dann die neuen genau. Songs. Ja. So ist das. Aus allen Erfahrungen. Apropos Bühne, wenn du die Möglichkeit hättest, morgen aufzuwachen und mit jemandem auf der Bühne zu stehen. Ist egal, wer es ist. Völlig egal. Wer wäre das? Mit wem würdest du gerne mal auf der Bühne stehen?
Ach. Ach, ich finde es eigentlich ganz toll, alleine auf der Bühne zu stehen. Also erstmal musst du die Bühne wahrscheinlich für dich entdecken, bevor du die teilst mit jemandem. Ja, voll, aber ich, nee, es gibt viele tolle Künstler. Ich glaube, man könnte vielleicht irgendwann mal so ein Programm machen, wo wirklich alles vermischt ist, wo jeder so seine Sorte dabei hat. Aber ich könnte jetzt keinen bestimmten Künstler nennen, wo ich sage, oh, das ist der große Traum, mit dem auf der Bühne zu stehen. Ich meine, es gibt viele, wo ich sagen würde, das wäre schon irgendwie wirklich cool und das wäre was Großartiges, was Einzigartiges, aber nee. Siehst du dich dann eher als Einzelkämpferin? Bist du eine, die eher dann wirklich da allein steht und allein den Saal rockt, oder? Also ich würde sagen, ich und ein paar Tänzer hinten dran und wir machen dann so voll die Show. Nein, weil ich möchte die Leute nicht nur dastehen und singen, ich möchte die Leute, wenn ich wirklich ein eigenes Konzert gebe und dann sage, hey, erlebt dies und das mit mir. Natürlich gibt es dann auch wahrscheinlich Balladen, die ich wirklich intim mit dem ganzen Publikum teilen möchte und ruhig ohne viel Ablenkung im Hintergrund. Aber es gibt auch die ein oder andere Powernummer, wo ich dann wirklich auch eine Show bieten möchte. Deswegen. Da wird dann richtig geschmettert. Ey, da kann wirklich was kommen. Wenn du eine Superkraft aussuchen könntest. So, hier ist der Knopf. Du schläfst ein, wachst auf und am nächsten Tag hast du was, was du noch nicht hast. Was wäre das? Ich glaube, ich würde gern fliegen können. Okay, wo würdest du denn hinfliegen? Einfach raus, einfach nach oben, einfach ein bisschen Freiheit, ein bisschen Ruhe. Ja, das ist ganz schön. So ein Ausgleich finden, einfach weg vom stressigen Alltag. Ja, einfach mal raus und um sich weit und breit nichts haben. Das ist, glaube ich, es ist so eine wunderschöne Vorstellung. Und es gibt so viele Filme, wo man das kann, was leider nicht funktioniert. Aber das wäre, glaube ich, ein tolles Gefühl. Bist du dann eher Strand- oder Bergtyp, wenn du in Urlaub fährst? Strand. Strand. Also Strand. Da bist du nicht, ich gehe auf den Berg, ich gucke und da habe ich alles, ne? So wie fliegen nee, hoch nee, hinaus. Nee, es muss auf jeden Fall, also ich habe jetzt auch gerade eben überlegt, ob ich sage fliegen oder unter Wasser atmen, aber das liegt nämlich sehr dicht beieinander. Ja, das total. Das sind zwei sehr, sehr, sehr große Wünsche, die ich, wenn ich sie mehr erfüllen konnte, tauchen? Könnte. Ja, das tue ich. Ja, ist Tauchschein? Ja. Cool. Tatsächlich. Wie lange hast du den schon? Oh, ich habe damals meinen Junior Schein gemacht. Ich weiß nicht, wie alt ich da war. 12? Ja, reicht ja. Damit 13. Kommen wir auch ein paar Meter. Ich habe auch einen gemacht und war ein paar Mal tauchen. Das ist halt eine total schöne Erfahrung, weil man halt so für sich ist auch, ne? Ja, und man hat nicht so viele Geräusche. Und ich war auch einmal nachts tauchen. Da sieht man so Farben, wenn man mit so einer Taschenlampe wedelt, die man echt, wie gesagt, wenn man gar keinen Namen für hat, die es eigentlich so noch nicht gibt. Ist schon fast meditativ, weil du ja nur deinen Atem hörst, ne? In der Meditation atmet man, beim Tauchen auch. Man hört alles und nichts, weil man halt so isoliert ist auch irgendwo. Ja, voll. Meditation ist aber auch ein großer Teil von mir. Also wenn ich irgendwie Unsicherheiten oder Ängste oder Sorgen habe, dann ist Meditation meine Art und Weise, mich selbst runterzubringen und mich selbst so ein bisschen, ich sag jetzt mal, zu heilen. Die letzten Minuten vor der Bühne? Da wird es schwierig, weil da bin ich zu weit oben, um gerade runterzukommen. Ja. Aber generell, wenn ich Sorgen habe, ich meine, ich bin ja auch kein sorgenfreier Mensch, sonst könnte ich auch nicht auf meinem Album so viel erzählen. Aber wenn ich sowas habe, dann komme ich runter durch Meditation. Wie ist das jetzt? Du hast, haben wir ja schon gesagt, eine ganze Künstlerfamilie. Die machen irgendwie alle Musik und auch jeder erfolgreich auf seine Art und Weise. Hast du da das Gefühl, dass da auch so ein Konkurrenzding sich aufbaut? Oder seid ihr eine Familie und jeder gibt sich da gegenseitig? Überhaupt nicht. Also ich glaube, dafür macht jeder eine zu eigene Art von Schlager, wo man halt irgendwie nicht sagen kann, hey, das ist mir irgendwie zu nah beieinander. Komm, mal gucken, wer von uns beiden besser ist oder von uns dreien oder von der ganzen Familie. Das funktioniert so nicht. Wir sind wirklich stolz auf denjenigen, der es irgendwie weiter nach vorne schafft. Natürlich, wenn es mein Bruder jetzt mit seiner neuen Single ist, ich habe ihn letztens angerufen und meinte, iTunes Platz 1. Dann meine ich, ich gönne sie von ganzem Herzen, aber ein bisschen neidisch bin ich schon. Aber es ist halt mit so einem Humor, mit so einer Liebe gesagt. So. Und wir sind da auch ganz ehrlich, das ist kein wirklicher Wettkampf. Aber wir wünschen es wirklich dem anderen von Herzen. Ja, und das macht euch ja auch aus, weil ihr dann auch gemeinsam vorankommt und nicht stagniert da einzeln. Ja, sondern vor allem, wenn mein Bruder und ich, wir haben ja beide gerade irgendwie angefangen, wenn wir dann gemeinsam so da reinwachsen und so, das ist schon echt schön. Was suchst du im Leben? Das ist eine gute, eine harte Frage. Was ich im Leben suche. Ich glaube, ich habe lange irgendwas gesucht. Ich habe lange das Gefühl gehabt, dass mir etwas fehlt und dass ich irgendwo Halt und Festigkeit suche, wobei ich dann irgendwann gemerkt habe, am Ende dieses Albums,
dass ich das, was ich suche, nur in mir selbst finden kann und mir nur das mehr Sicherheit gibt. Das finde ich nicht im Außen. Das finde ich nicht bei einem Partner in der Familie, sondern diese Sicherheit kann ich nur aus mir selbst holen und das habe ich geschafft. Deswegen suchen tue ich eigentlich nichts mehr. Dann hast du ja auch durch das Album, scheint ja ein Prozess auch gewesen zu sein. Oh ja. Durch das Album auch ganz viel, ja, an dir gelernt, ganz viel durch die Musik, ganz viel in dir entdeckt. Ja, voll. Auch. Also ich meine, von diesen zerbrechlicheren Nummern bis hin zu diesem starken, ich bin satt, ich habe keinen Bock mehr. Das ist auch schon ein großer Schritt zu sagen, hey, ich lasse mir dies und jenes nicht mehr gefallen. Tja. Da bist du dann richtig, reif mal richtig, cool. Ja, wirklich, es ja. ist so. Und deswegen war das irgendwie mein ganzer Prozess, den ich gerne mit den Leuten teilen wollte. Weil es gibt viele, die wahrscheinlich in Phase 1 gerade stecken oder in Phase 6 oder gerade am Ende sind und sagen, boah, bin ich froh, dass ich da raus bin. Aber es sind 14 Phasen, die du ja auch selber definiert hast. Genau. Ich habe mal ein bisschen gesucht im Netz. Ist ganz unterschiedlich. Man findet 5 Phasen, man findet 9 Phasen, 7 oder 8 Phasen. 14 Phasen habe ich noch nicht gefunden. Das habe ich nur, das sind einfach, hast du für dich so unterteilt. Ja, das genau, ist so entstanden genau. dann. Für mich war auf dem Album wirklich alles eine detaillierte Erklärung für, was gerade im Leben passiert oder in einer Liebesbeziehung oder kurz davor oder kurz danach, je nachdem. Und das wollte ich eben genauso rausbringen. Hätte ich noch eine Phase gefunden, wäre sie jetzt drauf. Aber das war für mich das, was ich erlebt habe, was meine letzten Phasen waren. Und genau so persönlich wollte ich das auch rausbringen. Letzte Frage, was hat dich richtig glücklich gemacht zuletzt? Naja, ich war jetzt letzte Woche am Bodensee bei meinem Vater und habe endlich mal geschafft, mit ihm ein paar süße Vater-Tochter-Bilder zu machen. Oh. Ja, das war, hat ein paar Versuche gebraucht, aber wir haben es geschafft und doch, das hat mich wirklich glücklich gemacht. Ich bin ein Mensch, ich halte gerne alles in Fotos fest oder in Videos oder in so Erinnerungsstücken und jetzt habe ich wieder ein paar, das ist toll. Super schön. Ja. Marie Reim. Schön, dass du heute da bist. Danke, ich wünsche dir ganz viel Erfolg mit deinem Album. Dankeschön. Und ja, ganz viel positives Feedback und viel Spaß bei deinen ersten Auftritten. Dankeschön.